Jo Leute, was geht, euer Geckos wieder back am Start, heute mit der 5. Folge von Clash Royale. Und ja, wie ihr schon rechts oben, rechts oben sehen könnt, habe ich ein paar Juwelen wieder mal aufgeladen, habe ich ja schon vor ein paar Tagen gebracht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Link in der Beschreibung. Und ja, ich bin jetzt auch gerade live im Stream, haben über 50 Zuschauer. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, wir öffnen ein paar Truhen. Ich werde wahrscheinlich 3 Magietruhen machen, leider kann ich keine 2 Magietruhen und 2 Riesentruhen, da gehen die Gems leider, passen die Gems leider nicht, aber vielleicht spare ich die Gems, dann mache ich extra irgendwann mal eine Riesentruhe auf. Und ja, ich werde dann erstmal das Opening machen und dann noch ein, zwei Spiele ranhängen. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt. Also ich bin ja jetzt frisch Arena 5. Am liebsten hätte ich Moment, ist doch besser, wenn ich bei meinen Decks nachschaue. Am liebsten hätte ich natürlich Freeze, Magier, Eismagier. Wenn ich Eismagier bekomme, dann... Ja, Digga, ja! Eismagier will ich unbedingt. Magier wäre auch nice und natürlich den Freeze. Der Freeze ist wichtig, weil ich Hawk Rider Taktik benutze. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mal direkt der ersten Magietruhe. Wir haben 69 Karten, 2 epische und 13 seltene. Und es gibt natürlich schönes Gold. Und ich will nicht... Aber let's go! So... 494 Gold, ist in Ordnung. 11 Barbaren. Magier, GG, kann ich gleich mal upgraden. Dann haben wir den Knall, auch richtig geil. Hawk Rider, nice, nice, nice. Den will ich unbedingt leveln, aber er sieht schlecht aus für einen Eismagier, weil ich keine Epics gezogen habe bis jetzt. Den Ritter 26 Mal benutze ich eh nicht. Inferno benutze ich auch nicht. Und, ah, komm, Alter. Kein Kobold fast, Mann. Spiel, du bist doof. Aber wir haben immerhin schon mal den Magier, was ich richtig nice finde. Das mit dem Upgrade machen wir nachher. Okay, die erste Kiste war schon mal... Ja, ich sag mal nichts dazu, ne? Die erste Kiste war scheiße. Ja, kommen wir mal zu der zweiten Magietruhe. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, 2 epische vorher ziehen, vor der letzten Karte. Dann haben wir die höhere Chance auf den Eismagier. Also 2, 3 epische müssen wir schon... Ne, geht ja gar nicht. Ich trottel. Ich laber scheiße. Egal. 524 Gold, 2-mal Barbaren, okay, Knall, okay. Dann kommen die Kobolde mit 26 Mal. Magier, ja, Digga, ja, ja, Digga, ja, dann kann ich den gleich upgraden. Und Schweinreiter, ja, Digga, ja, ich kann den auch upgraden. Und Spiegel, okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der gut ist. Könnt ihr mir mal reinschreiben in die Kommentare. Ich weiß halt nicht, ob es den Spiegel bringt und wenn es ihn bringt, wann bringt es ihn? Ich weiß halt nicht, ich habe noch keine Erfahrung mit dem Spiegel, aber auf jeden Fall geil. Und jetzt kommt der Eismagier, ich hab's im Urin. Eismagier, Eismagier! Ich bin weg, ich bin weg. Ja gut, mein, hab ich gesagt, dass ich der Geilste bin? Ja, gut. Ahaha. Ich sollte vielleicht mal meine Aufnahme weiter drücken. Ich habe aus Versehen gestoppt. Aber egal. Wie ihr gesehen habt, ich habe den Eismagier gezogen. Und ja, wie gesagt, muss ich mal gucken, was für ein Deck ich den benutzen werde. Weil ich habe keine Ahnung, was für ein Deck ich machen werde. Vielleicht mit einem riesen Eismagier dahinter. Müssen wir mal gucken. Und wisst ihr, was das geil ist? Jetzt kommt nochmal der Eismagier. Ja, ich benutze den wohl mit dem Riesen, den Eismagier. Und jetzt kommt nochmal der Eismagier. Wenn jetzt nochmal der Eismagier kommt, ne, dann springe ich aus meinem ersten Stock raus. Wenn jetzt noch ein Eismagier kommt. Erstmal 563 Münzen. Die Musketierin. A-Magier. Knall. 4-mal den Mini-Packer. 34-mal die Kanone. 8-mal Riesen. Ich mache mich schon mal bereit. Oh, Hexe. Okay, nicht schlecht. Aber egal, ich habe den Eismagier, Jungs. Da ist er. Ja, Digga, ja. Ja, Digga, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, in was für ein Deck ich den packen werde, Jungs. Ich habe echt keine Ahnung, in was für ein Deck ich den verpacken werde. Und ja. Ich werde jetzt erstmal mir ein Deck zusammenschrauben hier und... Wir sehen uns gleich im ersten Spiel. So, und da habe ich jetzt mir mein Deck mal zusammengebaut. Game hat mir geholfen. Also ich habe den Eismagier, den Magier, den Packer,
Pfeile, Schweinreiter, Goblin, Lakaien und den Barbaren. Ich werde jetzt erstmal natürlich den Schwein upgraden. Safe wie ein Kondom, muss ich. Der ist OP. Magier wird natürlich auch gepusht. Ist er direkt schon auf Stufe 3. GG. So, genau. Im Clan kann ich jetzt nicht... So, wie gesagt, wir springen jetzt erstmal in das erste Spiel gegen einen deutschen Jack Wolfskin. Hat aber einen chinesischen Namen. Alles klar. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie wir uns schlagen werden mit diesem Deck. Und ja, das ist mein allererstes Spiel jetzt mit dem Deck. Und mit dem Eismagier natürlich. Bin echt gespannt. Ey, so ein Lacker kann ich doch nicht sein. Alle Pain so viel und ich ziehe den einfach instant. Das war scheiße, meine Maus. Alles klar, er freest alles. Er freest einfach alles. Schweinreiter. Komm, wir pushen. Wir pushen einfach. Juckt ihn nicht. Wir nehmen Eismagier, wir sind Babbo. Und das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Egal, bisschen Damage. Zack, Tierstalker. Ach, ich darf nicht auf den Twitch-Chat eingehen, ich bin ja noch live. Genau. Dann komme ich jetzt mal über hier. Gutes Deutsch übrigens, mit einem Packer. Power Rangers! Power Rangers! Dahinter komme ich mit einem Magier. Gleich mal, aber ich muss erstmal abwarten, was der Gegner alles setzen wird. Und ein bisschen das Elixier aufsammeln lassen. Da kommt hier dahinter der Magier. Die Barbaren zur Unterstützung. So, sieht doch fresh aus. Sieht doch fresh aus. Eismagier kommt direkt dahinter. Packer schon down. Ei, alter Verwalter. Zwei Magier. Oh mein Gott, was für Damage die raushauen. Und sein Turm ist einfach instant down. Sein Turm ist instant down. Jetzt komme ich mit Schweinereiter. Oh mein Gott, das Deck ist mal mega geil. Okay, er hat auch meinen rechten Tower. Er hat auch meinen rechten Tower, aber sein Hauptturm ist down. Deswegen war das dumm von ihm eigentlich. Und da ist unser erster Sieg. Nice. Aber ich denke, ich werde noch ein zweites ranhängen. Ein zweites Spiel und wir sehen uns gleich im zweiten Spiel. So, das sind wir auch schon im zweiten Spiel gegen Poke Ariel, Level 7er. Immer sind alle höher als ich. Alles klar. Aber Power Rangers schaltet niemand aus. Ja, Digga, ja. ja, ich komme jetzt mit dem Packer. Zack, über rechts. Danach werde ich, denke ich, Magie und Eis... Na, verdammt. Das ist jetzt scheiße. Weil das Riesenskelett wird meine Truppen down machen, instant. Wird die nicht jucken. Deshalb setze ich mal meine Truppen links. Valkyrie juckt mich auch nicht. Ich habe Eismagie. Oh, Pekka läuft bei dir. Ja, Digga. Pekka, ich liebe dich. Alter, der Pekka hat es einfach echt geschluckt. Den juckt gar nichts. Den juckt gar nichts. So. Was soll ich jetzt irgendwas gegen die Hexe machen? Komm, Pekka, noch ein Schlag. Ach, schade. So. Hier setzen wir den Magier. Wegen dem Ballon. Aber trotzdem mit meinem Turm ein Damage, sag ich schon. Mann, Schwanz im Maul. Einen Hit natürlich bekommen. Und ja, bis jetzt gefällt es mir eigentlich richtig geil. Machen wir es so. Weil rechts... Oh, Alter, das war so gut von mir. Hier kommt der Eismagier als Defensive. Weil der Eismagier regelt das schon. Der Eismagier ist geil, Digga. Was, wisst ihr noch, was am besten wäre? Heute Abend in der Kronentruhe ziehe ich noch den Eismagier. Das wäre echt der Burner. Das wäre jetzt echt der Rest. Dann würde ich total ausflippen. Aber das Deck gefällt mir bis jetzt eigentlich sehr gut. Vielleicht ändere ich den Packer durch den Mini-Packer. Da ist das Deck um einiges nochmal teurer. Billiger, so rum. Und ja, wir schauen jetzt erstmal, was der Gegner macht. Der kommt mit einer Dreierhexe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann komme ich hier mit dem Packer, der den Riesenskelett locker down macht. Und jetzt werde ich über rechts pushen. Oder? Ach komm, ich setze hier noch Barbaren. Juckt mich nicht. Magier. Bam. Magier. Bitte. Scheiße. Okay. Wir schaffen das noch. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben hier. Komm, Eismagier. Zeig, was du hast. Du hast noch Power.
Komm, komm, Digga, komm. Magier, 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 nein! Die werden verlieren. Nein, nein, nein. Die werden verlieren. Die werden sowas von verlieren. Die werden so hart verlieren, Jungs. Oh mein Gott. Ach, das war scheiße gespielt von mir. Das war scheiße gespielt von mir. Aber egal. Es passiert, es passiert. Ich muss mich erstmal an das Deck gewöhnen. Aber da wird auf jeden Fall noch dran gefeilt. Mal gucken, wie ich das machen werde. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Richtig geil, Digga. Mit dem Eismagier. Ja, Digga, ja. Ja, Digga, ja. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.